Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Feature über Scott LaFaro, einem der, wie ich finde, wichtigsten Bassisten im Jazzbereich, der fast in jeder Biografie auch als einer der maßgeblichen Einflüsse genannt wird. Hier will ich kurz der Frage nachgehen, für welche Neuerungen er eigentlich steht. Zunächst ein paar biografische Sachen über ihn. Er wurde 1936 geboren, ist 1961 früh gestorben aufgrund von einem Autounfall. Mit 14 Jahren hat er angefangen, Klarinette zu spielen und wollte das eigentlich auch professionell betreiben. Hatte dann allerdings beim Basketballspielen einen Unfall und musste an der Lippe genäht werden. Von da an hat er Probleme im Ansatz gehabt und sich auch deswegen parallel dazu entschieden, Kontrabass zu lernen. Am Ithaca-Konservatorium war er dann eigentlich für Klarinette eingeschrieben, hat aber in Wahrheit dort exzessiv Kontrabass geübt. Obwohl er dort eigentlich nicht wirklich Unterricht hatte, er hatte beim Cellisten Unterricht, der nur mündlich unterrichtet hat. Das war eventuell auch ein Grund, warum er 1955 die Chance ergriffen hat, mit Buddy Murrow auf Tour zu gehen. War allerdings nur ein Jahr auf Tour, als er Los Angeles ankam, war er von Rich Mitchell so angetan, dass er aus der Band ausgestiegen ist und bei ihm Unterricht genommen hat. 1956 bis 1957 war er Bassist bei Chet Baker, wo er auch Bill Evans kennengelernt hat, bei dem er 1959 in die Band eingestiegen ist. Nochmal kurz zu seiner Zeit in Los Angeles zurück. Als er in Los Angeles war, trat er das erste Mal in der Musikmetropole, in der Musiker-Community auf und lebte zum Beispiel auch mit Charlie Hayden in der WG im Haus von Herb Geller und hatte dort einen Zugriff auf dessen große Plattensammlung, was ihn sehr weitergebracht hat. Sowohl Charlie Hayden als auch Scott LaFaro hatten Unterricht bei Red Mitchell. Von ihm hat er zwei wichtige Sachen übernommen. Auf der einen Seite hat er den Steg vom Kontrabass tiefer gesetzt, was eine tiefere Seitenlage zur Folge hat und der Bass damit auch einfacher zu spielen war. Und die Zwei-Finger-Technik der rechten Hand hat er übernommen, dass er mit Zeigefinger und Mittelfinger gezupft hat. Im Gegensatz zum Standard, der damals war, dass man mit dem Zeigefinger nur die Saiten angezupft hat. Wie bereits erwähnt, ist Scott LaFaro untrennbar mit dem Bill Evans Trio verbunden. Bill Evans Piano, Scott LaFaro Bass und Paul Motion Schlagzeug, die eine völlig neue Art des Zusammenspiels kreiert haben. Um darauf einzugehen, was dann neu ist, will ich erstmal kurz auf den Standard, quasi auf den Role Model eingehen. Es war damals Standard, die Rhythmusgruppe, einfach ein Fundament für den Solisten bzw. denjenigen, der das Thema gespielt hat, gelegt hat. Und für den Bassisten hieß es in erster Linie zum Beispiel ein halbes Feeling zu spielen. Was hier der Fall ist, dass die Basslinie hauptsächlich auf 1 und 3 stattfindet und die Hi-Hat auf 2 und 4 und damit gibt es so einen Ping-Pong-Effekt zwischen Bass und Schlagzeug. Und während im Solo-Wechsel der Bassist dann in eine Walking-Basslinie. Das Ganze könnt ihr euch auch anhören, es gibt einen Link dazu, unten zu der Aufnahme Something Else. Ein Jahr später, also fast zeitgleich, hat dann Bill Evans das gleiche Stück Autumn Leaves aufgenommen und hier sieht man schon eine ganz andere Vorgehensweise, eine ganz andere Art der Begleitung und Interaktion in der Band. Schon im zweiten Takt wechselt Scott LaFaro in eine unheimlich hohe Lage, die eigentlich für den Bass schon untypisch ist und nimmt damit die Bewegung vom Thema hier in Rot vorweg. Dann gibt es auch immer so Interaktionssachen, dialogisierend im Prinzip. Wenn die Melodie nach oben geht, geht der Bass nach unten. Hier nimmt er die Aufwärtsbewegung von der Melodie mit. An der Stelle hier zum Beispiel spielt er Triolen und Bill Evans nimmt sie auf. Hier hat er einen Orgelpunkt und spielt mit sich selbst noch so eine Gegenmelodie. Man sieht, dass hier viel mehr Interaktion ist schon beim Thema, was eigentlich im Prinzip festgelegt ist, als bei anderen Aufnahmen und was damals einfach unüblich war. Man kann auch hören, dass der Steg tiefer gelegt ist und die Seitenlage tiefer ist. Das hat zur Folge, dass die Saiten öfter mal aufs Griffbrett schlagen. Zum Beispiel an der Stelle hier kann man das in der Aufnahme hören. Die Aufnahme dazu gibt es auch wieder unten. Ein Link dazu. Ein Ansatzpunkt von Bill Evans Trio und damit auch von Scott LaFaros Spiel war, dass das Stück jedes Mal frisch interpretiert ist. Das kann man sehr schön sehen, weil es bei der Aufnahmesession bei Portrait and Jazz zwei Aufnahmen von Autumn Leaves vom gleichen Tag gibt. Wenn man sich hier die Transkription anschaut, sieht man, dass das Intro gleich ist. Aber danach geht es gleich komplett anders weiter. Bei dem Bonustrack, den wir eben schon gesehen haben, geht Bill Evans, wie gesagt, sehr früh in eine hohe Lage und es gibt auch sehr viele Triolen in seinem Spiel, Achtel- oder Vierteltriolen. Hier wechselt er dann in die traditionelle Walking Bassline im B-Teil, um das später wieder aufzubrechen.
Bei dem anderen Track geht er einen komplett anderen Weg, indem er sehr viele punktierte Viertelnoten spielt, die hauptsächlich auf die 1 und oder auf irgendwelche Offbeats starten. Er hat sich selbst immer verschiedene Aufgaben gestellt, um Stücke immer frisch zu halten. Zum Beispiel bei einem Durchgang hauptsächlich Triolen zu verwenden oder wie hier auf der Seite. Oder zum Beispiel bei einem anderen Durchgang hauptsächlich punktierte Viertel zu verwenden, wie auf der rechten Seite. Dadurch waren die Stücke eigentlich immer frisch und er hatte neue Ansatzpunkte für die Rhythmusgruppe und neue Ideen, mit denen er sich füttern konnte. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende von einem kleinen Feature über Scott LaFaro und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht oder auch den Kanal abonniert. In meinem Blog gibt es dann auch einen Link zu einem E-Book, wo es noch viel mehr Informationen und viel mehr Details über Scott LaFaro gibt. Ich habe hier versucht, mal die für mich wesentlichen Sachen darzustellen und mich dabei auf drei wesentliche Punkte in seinem Spiel zu beschränken, die für mich eigentlich das Wichtigste für ihn sind. Meiner Meinung nach eine Verbreitung von der neuen Spieltechnik, hauptsächlich Zwei-Finger-Technik der rechten Hand, aber auch das Runtersetzen vom Steg. Die Suche nach immer neuem oder neuen Ansatzpunkten, in denen man sich konkrete Aufgaben gestellt hat, aber vor allen Dingen auch das interaktive Spiel in der Band, wo die Rolle zwischen Solist und Begleiter aufgebrochen worden ist und er ja oft auch eher bläserartige Linien gespielt hat.